Aber oh, zwei Familien möchten dich adoptieren. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Die wollen mich am Ende eh nicht haben. Doch, aber Ork, die Hacker-Familie will dich haben. Hör nicht auf die Hacker. Die FBI-Familie will dich auch haben. Unsere Familie ist viel besser. Na, dann hilft nur ein Kampf um Leben und Tod. Halt, wir kämpfen nicht. Aber Ork muss beide Familien besuchen. Aber Ork, du fängst mit der Hacker-Familie an. Und dann entscheidest du dich, von welcher Familie du adoptiert werden möchtest. Ach, Menno, so ein Kampf wäre doch lustig gewesen. Okay, Abok, dann kommst du mit uns mit. Heck, heck. Und du bist bei uns zu Hause. Tuba, du Idiot, jetzt kennt ihr unsere Base. Oh, ja, stimmt. Heck, heck. Das ist natürlich unsere Base. Tuba, du Idiot, das ist die falsche Tarnung. Lass mich mal, alles muss man selber machen. Heck, heck. So, jetzt sind wir in der richtigen Base, aber Ork. Ach, Jenna und Tuba, ich kenne doch jetzt euer Versteck. Ich weiß doch jetzt, dass ihr euch Basen hinhackt. Ihr könnt mich ruhig wieder zu eurer richtigen Base hacken. Okay, alles klar, aber Ork. Vielleicht hast du recht. Hack, hack. Ja, dann herzlich willkommen in der Hacker-Familie. Jetzt kennst du ja schon den Trick, dass wir Gebäude hacken können. Ey, Mann, ey, ich finde das jetzt schon so cool, dass ihr so viel hacken könnt. Das ist einfach unglaublich. Es freut mich, dass es dir hier gefällt. Aber jetzt musst du erstmal in die Schule gehen. In die Schule? Oh, ich habe keinen Bock auf Schule. Ich werde da immer von Paul gemobbt. Dich mobbt jemand? Das können wir ganz schnell ändern. Also, ich hole den Laptop raus und dann regeln wir die ganze Geschichte. Heck, heck. La 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 la. Hä? Was ist jetzt denn los? Oh mein Gott, was ist hier los? Was machst du denn hier? Du bist hier in der Kriegsdimension. Ich knall dich ab. 3, 2, 1 und... Nein, Tuba, das ist zu krass. Wir müssen es wieder rückgängig machen. Heck, heck. Glück gehabt, ich bin wieder in der normalen Dimension. Ach man, Jenna, das hätte so lustig werden können. Dann hätte Paul niemanden mehr gemobbt. Ja, ich weiß, Tuba, aber irgendwie war ich gerade nett. Aber ich würde sagen, ich kann ja Pauls Körper hacken. Und Körperhack, hack, hack. Aber Ork, so, jetzt kannst du ruhig in die Schule gehen. Paul wird dich so schnell nicht mehr ärgern. Okay, alles klar. Ich bin gespannt, was ihr da angestellt habt, was ihr für Hexer angestellt habt. Okay, alles klar. Ich gehe jetzt erstmal in die Schule. Jetzt erstmal schnell in die Schule rein. Also, Paul möchte mich ja nicht mehr mobben. Irgendwas wird die Hackerfamilie da bestimmt angestellt haben. So, wie sieht Paul denn aus? Paul, wie siehst du denn aus? Aber Ork, lach mich bitte nicht aus. Ich bin heute Morgen so aufgewacht. Guck mal, wie ich aussehe. Oh, nee, Paul, keine Angst. Ich werde dich nicht mobben. Dann setze ich mich mal hin. Herr Müller müsste auch gleich kommen. Guten Morgen. Paul, wie siehst du denn aus? Geh mal sofort ins Krankenhaus. Alles klar, Herr Müller. Ich glaube, das ist auch richtig so. Oh Mann, ey. Was ist denn mit Paul los? Wie sieht der denn aus? Das waren Jenna und Tuba. Oh nein, das war meine Hackerfamilie. So, aber Ork und Lilly, dann zeig mal eure Hausaufgaben her. Was? Wo bin ich? Oh. Okay, alles klar. Die Hackerfamilie hat mich hergehackt, ey. Dankeschön. Ich sollte gerade die Hausaufgaben zeigen, die ich nicht gemacht habe, ey. Das habt ihr echt gut gemacht. Ja, aber Ork, das wissen wir doch. Wir wissen doch, dass du die Hausaufgaben nicht gemacht hast. Und darum haben wir dich hergehackt. Und aber Ork, findest du es lustig, wie Paul aussieht? Ein bisschen schon. Aber ehrlich gesagt finde ich es nicht in Ordnung, durch Hacks andere Leute zu verletzen. Darum mach das bitte wieder rückgängig. Alles klar, machen wir. Hack, hack. Ach, danke schön. Jetzt geht's allen wieder gut und das freut mich einfach. Hier ist das FBI. Aufpassen, Endo. Was? Was? FBI? Ich habe nichts gemacht. Mein Name ist Abok. Ich bin nur ein Schüler. Ich habe nichts gemacht. Was ist hier los? Warum soll ich verhaftet werden? Ich habe Angst. Keine Angst, Abok. Wir sind hier wegen der Hackerfamilie. Ihr seid festgenommen. Oh, Jenna, ich glaube, wir sind gescheitert. Ja, Tuba, das glaube ich auch. Ich glaube, wir haben verloren. Das habt ihr auch. Und jetzt mitkommen. Oh, Mann, was ist da denn passiert? Ich habe immer noch ein bisschen Angst. Das ist die Hackerfamilie. Die wurde festgenommen
Von der FBI-Familie? Oh mein Gott, okay. Ich krieg davon genug. Oder ich krieg davon zu viel. Nee, ich krieg davon nicht genug. Ich krieg davon zu viel. Oh Mann, okay. Alles klar, wir fahren jetzt los. Wir fahren anscheinend in den Knast. Oh Mann, ich will nicht in den Knast. Ich bin noch viel zu jung. Hiermit seid ihr für 5 Jahre in dem Knast eingesperrt. Oh Mann, wir hätten weniger hacken sollen. Was passiert denn jetzt mit meiner Familie? Jetzt bin ich ja alleine, obwohl... Nee, die FBI-Familie. Hey Leute, ich sollte doch noch eure Familie angucken. Kann ich mir jetzt eure Familie angucken? Na klar, Aborg, das ist überhaupt kein Thema. Komm mit. Oh Mann, wo die mich wohin führen? Naja, okay, ich steig jetzt erstmal in den FBI-Van ein. Und dann bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ich hab echt ein bisschen Muffensausen. So, Aborg, wir sind hier in der FBI-Zentrale. Komm mit. Wow, das ist die FBI-Station? Die sieht ja mega cool aus. Aber es ist ein bisschen klein irgendwie. Es ist irgendwie kleiner als die Polizeistation. Wie kann das sein? Ach, Aborg, das ist ganz einfach. In der FBI-Station hier in Brookhaven sind nur die Besten der Besten. Und darum brauchen wir nicht so viel Platz, weil natürlich sind nur wenige die Besten der Besten. Wow, also seid ihr richtig gute Polizisten? Wie cool! Aber wer ist denn der schwierigste oder der schlimmste Verbrecher in ganz Brookhaven? Das möchte ich jetzt gerne wissen. Und diesen Verbrecher, den werden wir heute noch knacken, ich sag's euch. Den werden wir heute noch einbuchten. Oh, Aborg, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Der schlimmste Verbrecher ist eine Frau. Sie heißt Frau Gnadenlos und wir haben sie schon seit Jahren nicht mehr gefunden. Wir möchten sie unbedingt schnappen. Ach, schade. Naja, okay. Hallo, hier ist das FBI von Brookhaven. Was? Was? Frau Gnadenlos? Okay, alles klar. Wir fahren sofort los. Los! Komm sofort mit, Aborg. Okay, alles klar. Schnell los. Schnell hier in den FBI-Van rein. Und dann volle Pulle. Wir fahren anscheinend zu Frau Gnadenlos. Ich habe ein bisschen Angst, okay? Volle Pulle auf zu Professor... Professor sage ich schon. Zu Frau Gnadenlos. Wir sind sofort da. Da hinten. Oh mein Gott. Da ist Frau Gnadenlos. Ah, ich hab Angst. Okay, alles klar? Aber Ork, du bleibst im Van. Wir erledigen das. Frau Gnadenlos, Hände hoch oder ich schieße. Niemals, das ist meine Geisel. Wenn ihr mir was antut, dann erschieße ich meine Geisel. Frau Gnadenlos, das muss doch jetzt echt nicht sein. Oh Mann, ich glaube, die stecken dort hinten in der Klemme. Dort hinten sind die beiden FBI-Agenten, dann ist da die Geisel und dann ist da Frau Gnadenlos, die Kriminelle. Okay, das FBI kann anscheinend nichts machen. Ich brauche irgendwelche Ausrüstung. Okay, hier, ich gehe hier rauf, dann gehe ich hier drauf und dann schnappe ich mir jetzt hier einen Hammer. Okay, ich habe jetzt einen Hammer am Start, mehr habe ich leider nicht. Und jetzt muss ich hier sneaky sein, und wegsneaken. Frau Gnadenlos sieht mir nicht. Okay, jetzt gebe ich Vollgas. Schnell. Okay, alles klar. Hier durchs Haus, hier durchs Fenster, nach hinten. Da ist Frau Gnadenlos. Und jetzt bin ich selber mal gnadenlos. Jetzt hau ich dir voll eine rein. Aua! Sehr gut, Aborg. Du hast Frau Gnadenlos geschnappt. Ey, wie cool, ey. Die FBI-Familie ist mega toll. Ja, Aborg, für welche Familie entscheidest du dich jetzt? Für die Hacker-Familie oder für die FBI-Familie? Ich fand beide Familien toll. Was meint ihr? Schreibt mir mal in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut ihr auch das Video auf der rechten Seite an. Und bis zum nächsten Mal und ciao.